So, herzlich willkommen. Viele werden Klaus Jasula schon mal gesehen haben, entweder vorige Saison beim SC Paderborn in der Bundesliga oder aktuell in der zweiten Bundesliga beim HSV. Doch wieso trägt er diesen Helm? Was ist mit ihm passiert? Das werde ich euch in diesem Video erklären. Klaus Jasula wurde 1989 in Freiburg geboren und ist damit 31 Jahre alt. Im Oktober 2013 hatte Klaus Jasula ein Kopfballduell, was ihn in seiner ganzen Fußballerkarriere begleiten wird. Damals spielte der neunfache albanische Nationalspieler noch bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga. Es trug sich alles im Spiel gegen Hessen Kassel zu. Klaus Jasula ging mit dem 1,90 Meter großen Stürmer Christian Hähne in ein Kopfballduell. Der zuletzt genannte Stürmer brach ihm mit seinem Schädel den rechten Jochbogen. Der Jochbogen liegt zwischen Kiefer und Schläfe, etwas weiter außen als das Jochbein. Deshalb brauchte er damals einen Helm, der extra für ihn angefertigt wurde. Er lag den Helm sogar kurzzeitig ab. Aber im ersten Spiel der neuen Saison kam es dann zu einem Duell gegen einen Torwart, der ihn direkt an dieser Stelle getroffen hatte. Seitdem trägt er den Helm wieder, für seinen Kopf und für sein Gefühl. Der Helm besteht aus Carbon. Er wurde sogar zuerst nicht zugelassen, weil er zu hart war und zu gefährlich für die Gegenspieler. Aber dann wurde über den Helm Schaumstoff drüber gezogen. Und jetzt ist es bei einem Zusammenprall für die Gegenspieler sogar etwas angenehmer, als wenn Kopf auf Kopf prallen würden. Der Helm behindert ihn sogar leicht. Er selbst sagte: "Nach rechts ist mein Blickfeld ein bisschen eingeschränkt, weil dort ein Stück vom Helm extra den Jochbeinbogen schützt. Dadurch bin ich vielleicht manchmal einen Tick langsamer in meiner Reaktion. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Was definitiv schwieriger ist, mit dem Helm platziert zu köpfen." Während einer Trainingseinheit trägt Klaus Jasula den Helm nicht. Er setzt den Helm in einem Punktspiel nur ab, wenn er ein Tor geschossen hat. Er meint dazu, es ist ein kleines Ritual, vor den Fans zu salutieren. Er wurde in einem Interview auch gefragt, wie viele Helme er besitzt. Er antwortete darauf, dass er nur einen hat. Der Helm gebe ihm einfach das Gefühl, dass nichts passieren könnte. Ihm persönlich ist das Aussehen egal. Er sehe lieber beim Fußballspielen ein bisschen komisch aus und sei dafür nach dem Spiel gesund, so Jasula. Zudem brachte ihm die Kopfbedeckung den Spitznamen Spartakus ein. Der Helm ist ja sein Markenzeichen, seine Spielweise eine Herausforderung für jeden Gegner. 17 gelbe Karten sammelte er in der vergangenen Saison in Paderborn. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Aber einen Platzverweis hat er nicht bekommen. Ja, das war die kleine Geschichte zu dem Helm von Klaus Jasula. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lassen würdest. Und falls du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, würde ich mich natürlich auch riesig drüber freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.